Dritter, wie es aussieht. Ach, Schande. Die Zone. Der Vulkane, scharfen Schwerter und Menschen. Lass mich raten, wo dann der vierte Akt kommt. Was für ein wo dann der vierte Akt hinkommt. Dachte sich Jerry. Tja. Auf, du Armleuchter. Hey! Das wird ich bin hier. Ein Fuchs, ich schwöre es. Kitsune! Das wird hier großartig. Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber. Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Unfall. Ich hab's probiert, mich zurückzuverwandeln. Es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein. Ist auch aufgebannt. Hat sich verirrt. Bösband. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Ach du Schreck. Oder und überall diese blöden Karte. Verschlingen. Oh nein. Kitsune. Ach du Schreck. Oh. Sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs können keine Freunde sein. Natürlich. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Okay. Die Nagel. Wieder so ein Nagel. Da können wir noch nicht ziehen. Ein völlig unwichtiger Gegenstand. Ja, ist klar. Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf die Meine Mama sagt immer, das Leben ist wie eine Schachtelpraline. Man weiß nie, was man bekommt. Fass du den Nagel an. Ja. Beiße ich dir den Kopf ab. Ich bleib besser auf Abstand. Da bin ich ja mal gespannt. Ein Skript. Toll, ein neues Skript. Im Akt 3. Des Zarow. Dritter Akt. Der kleine Jimmy Haselnuss langweilt sich schon. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Au. Oh, Schreck. Oh, Glocke. Na dann. Leutenwasser. Lauter. Lauter. Also, irgendwann kommt. Das ist ein Standardkommentar aus dem Publikum. Lauter. Zack. Standardkommentar. Lauter. Joa. Haben wir was aus dem Inventar, was wir hier. Oh, wir haben eine Nagel. Vielleicht können wir den. Besser nicht. Ja, gut. Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Mal probieren. Oh, wei. Ach du Schreck. Ah, okay, der hält sich jetzt die Ohren zu. Na, sehr schön. Jetzt können wir mit. Du willst mir meine Sinne rauben, reden. Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Könnten wir zumindest mal versuchen. Kleine Kitsune. Oh Schreck. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du Ja. So. Nasekratz. So, wie wär's nochmal hier? Mal sehen, was. So, jetzt können wir schnell mit dir reden. Na komm, Kitsune. Kitsune! Hm.
Sie hört mich nicht. Scheint nichts zu bringen. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Du willst mir meine letzten Sinne... Ja, ich will den letzten Sinne rauben. Ja. Mal sehen, ich hab da so eine Idee. Ich das Ding an die Glocke halte. So, wie wär's denn mit dem Glöckchen? Hier, Glöckchen, die Zunge. Ich hoffe, dass sie sich an ihre Glocke erinnert. Oh. Natürlich. Kitsune! Jerry? Du willst mir meine letzten Sinne rauben, Mensch? Ich werde alle Menschen dafür leiden lassen. Auch deine kleine Kitsune. Mhm. Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Jerry! Schnell, Kitsune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs sein, Jerry. Okay. Es hat wohl nicht so viel gebraucht. Und Jerrys Tonträger zersprang im Rucksack. Super, der Tonträger ist zersprungen. Na toll. Jetzt haben wir einen kaputten, zerbrochenen Tonträger. Kitsune, geht es dir gut? Jerry, ich... Vielleicht können wir sie jetzt... Füchse können niemals Freunde sein. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zählt das nichts? Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein, aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Ach so. Oder dich als Mensch verschlingen. Kitsune, hör nicht auf ihn. Er ist nicht er selbst. Er wird dich für immer festhalten. Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen. Oh, erlöst. Und die Statue vom Bann befreit. Sehr schön. Kleine Kitsune. Zwei auf einen ich Streich. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Gern geschehen. Um den großen Zar aufzubösen. Ein Freund. Oh. Der nächste Nagel. Freundschaft entfernt den Nagel? Na, das glaubt doch. Na, ich schon. Akt 4. Oh. Natürlich, ja. Wer hätte es gedacht? Am Pool. Ah, wieder grässliche Musik, oder was? Die so schöne Musik vom Nordpol, jetzt verzerrt. Wo bin ich jetzt? Oh, Schreck, nee, bitte nicht diese... Nicht diese Musik versauen. Wasser, so, so weit das Auge reicht. Der Wind ist so kalt. Vor lauter Freude darüber, wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub am Pool? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Genau. Cherry on the Rocks. Originell am Hass erfüllt. Langsam finde ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Herr Hasen, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Natürlich. Ich nicht ans Buch.
bist du selbst. Entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichtsnutziger Amateur. Nein. Wo war... How about Snoop? Mächtige Polwals brach hinter Jerry durchs Eis. Und mit mächtiger Stimme sprach er... Du hast dich tapfer geschlagen. Oh wei. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Niemals. Loszulassen. Aufgeben war noch nie eine Mission, eine Option. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit. Wir geben niemals auf. Unter dem Eis. Pokémon. Oh, Schreck. Und wir haben hier Tagebucheinträge. Der Wind wird sich drehen. Joa. Großartig. Eine Zuckerstange. Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine lecken? Zunge festfriert. Genau. Schleck, schleck. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Natürlich. Oh. Das Publikum wendet sich. Ruhe. So scheint es mir fast. Das Skript. Super. Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen... Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Ja, literarisch, ja, ist klar. Im Bann des Zarow, vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Oh, yeah. Jerry war am Nordpol. Es war kalt, erfror. Als wäre man wirklich da. So, so authentisch. Jerry wurde angeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwald sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Mit dem Ende bin ich aber nicht einverstanden. Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Oh ja. Oh. Wie gemein! Mit dem Baum und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen, widerlich! Ruhe! Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Oh, Baum abgeschmückt. Okay, Polwal. Das ist das Auge des Polwalds. Es sieht traurig aus. Jerry bot ja auch einen traurigen Anblick. Nein, es liegt an den Postern. Es wirkt, als würde er mich beobachten. Die Poster sehen auch blöd aus. Oh, die haben schon drei Nägel, die haben wir auch aufgehoben. Ah, da kommt dann noch ein endgültiges Rätsel, wahrscheinlich mit den Nägeln. Oh, ich fürchte mich schon davor. Ja, warum nicht? Einfach mal kombinieren. Hui, natürlich. Jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Oh, eine so Angel. Angelt bestimmt der Weihnachtsmann. Dann fischen wir uns doch gleich mal, dann holen wir uns doch mal gleich einen Fisch. So stelle ich mir die Angelroute vom Weihnachtsmann vor. Der ja, nimmt als Proviant zum Eisfischen sicher heiße Milch und Kekse mit. Na dann, Petri heil. Der Polwall hatte angerissen und zog den schwächlichen Jungen in die eisige Tiefe. Nur ein Kabel. Das ist ein böser... Und fällt dir auch nichts mehr ein. Elektrisch. Das sieht elektrisch aus. Ein Zitteraal. Ja, genau. Das ist ein böser elektrischer Kabelaal.
Fantasie wird hier groß geschrieben. Der sich um einen dürren Hals windet und mir einen tödlichen Stromstoß versetzt. Gib dem doch noch alles. Sehr gut. Ich glaube, Sie brauchen mal Urlaub, wenn schon ein Zwölfjähriger für Sie die Kunst machen muss. Hey, genau. Ein Kabel. Das Kabel führt nach da hinten, wo der ganze Wind herkommt. Zieh dran. Warum sage ich da hinten, wenn ich mich auf einer Eisscholle mitten im Meer befinde? Ich zieh mal am Kabel. Ja, mach kaputt. Oh. Huch, das ist ja eine Windmaschine. Ja, das hat Manu nicht gesehen. Und nochmal. Mach ran zu dir. Oh. So. Und jetzt Stock reinhalten. Na, den Nagel, den brauchen wir wahrscheinlich noch. Der Stock rein. Das will ich lieber nicht angeln. Oh, ja, da stecken wir vielleicht einen Nagel rein. Besser nicht. Da hast recht. Maschine. Sieht so aus, als könnte man die Richtung des Ventilators verstellen. Nein. Das geht nicht. Die Rotorblätter werden deine kleinen Finger stutzen. Natürlich. Unsinn. Zack. Oh. Die Plakate weggeweht. Schon viel besser. Haben wir den Wal gerettet. Rettet die Wale. Wir retteten die Wale. Albtraum hat ein Ende. Doch viele stehen noch im Bann der Dunkelheit. Du musst ihnen helfen. Unbedingt. Aber ich bin doch nur ein Hering. Und Zaroff ist ein mächtiger Wal. Nee. Ich bin viel zu klein. Zaroff ist ihren. Genau darin. Ein kleiner Hering, ja. Ein Hering, genau das ist so. Kleiner Drusch. Ganz kleiner Minifisch. Plankton. Wir glauben an dich, Jerry. Plankton bist du. Oh, das Publikum ist auf meiner Seite. Auf einmal. Gar nicht mehr so böswillig, das Publikum. Besonders stark. Tja. Ich werde Zaroff aufhalten. Das tun wir. Ich werde ihn aufhalten. Verflucht. Jetzt holen wir uns den letzten. Nagel. Über die Eisschollen. Nein. Zack. Du hast alles ruiniert. Alle Nägel rausgerissen. Aus dem Portal. Jerry entfernte den Nagel. Ja. Den letzten Nagel entfernt. Ihm wurde klar, dass all dies nur ein böser Traum war, in dem er und seine Freunde gefangen waren. Er verstand, dass er den Traum verändern konnte. Aber... ja. Denn es war sein Traum. Du kannst doch nicht... Der unfreundliche Mann gratuliert Jerry. Glückwunsch, Junge. Du hast es geschafft. Und ist plötzlich viel netter als zuvor. Wirklich fantastisch, Jerry. Mann, war das alles seltsam, aber... du hast den Durchblick behalten. Ganz großartig. Ende. Applaus, meine Herrschaften. Jerry Puzzles. Ich glaube, das schmeckt ihm nicht so sehr. Zugabe! Nein, keine Zugabe. Heute nicht. Dann wacht Jerry schließlich auf. Natürlich. Akt 5.
oder was? Oh, nein. Raus geht's. Zurück aus dem Baum. Das letzte Plakat verschwunden. Nein, das ist unmöglich. Bann gebrochen. Oh wei. Jetzt ist er eingeschlafen oder was? Und wir sind aus. Kitsune, Plato. Wir sind zurück auf der Lichtung. Großartig. Das Publikum? Sind das Geister? Nein, das sind die Mauswaldbewohner. Ja, der Bann genau. Hat sie hierher gezogen. Warum sind die so wütend? Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Sie sind ruhig. Ach, was? Zornig. Wenn das wirklich Träumende sind, dann könnten sie in ihrer blinden Wut den Weg zurück vergessen. Und dann? Dann würden sie zu rastlosen Geistern werden, die die Träume anderer heimsuchen. Hitodama. Jerry, pass auf! Oh nein. Angriff. Das kam von da drüben. Das war Zaroth! Ihr müsst die Träumenden beruhigen. Ich kümmere mich um Zaroth. Aber Jerry... Er hat recht. Du kannst bestimmt singen, oder? Aber ja, nur... Singen? Ach du Schande. Es wird Musik gespielt. Das ist Musik, die mir besser gefällt. Sehr schön. Mosetschlucht. Finale. Das klingt doch glatt nach Finale. Der letzte Akt. Applaus. Jetzt geht's an den nächsten, Akt. Na, wo sind wir denn hier? Da ist er. Du. Du hast wir die zwei. Echsen überwunden. Die Nägel entfernt. Tatsache. Die Magie hat dich gut ausgewählt. Jetzt zeig mal, wie gut du wirklich bist, Baumläufer. Das zeige ich dir. Ich werde dich bezwingen. Ich besiege dich. Jerry, verteidige dich. Ich versuch's. Was soll ich tun? Inventar. Ich hab die Nägel, ich hab Plato. Plato rufen. Geballte magische Energie. Okay. Oh nein. Okay, der Zauber schiebt also ein Weilchen in die Luft. Es ist rot. Rot. Bronzernagel. Zack. Ja, rot. Rot ging. Oh nein. Es ist spät. Es ist blau. Silber. Irgendwie nicht. Lila. Ja, schwarz oder Gold. Schwarz, na komm. Was? Was willst du hier machen? Lila, der Gold. Irgendwie nicht. Es ist grün. Ja, dann Silber hier. Was denn? Ich verstehe nicht ganz. Es ist blau. Ja, vielleicht golden.
Was mache ich denn hier? Ich verstehe es nicht. Versuche sie für dich zu nutzen. Lina, schwarz vielleicht. Ich bin verwirrt. Was mache ich denn hier eigentlich mit den Nageln? Das ist meine Aufgabe. Ja. Rot hier, rot hier. Es passiert so gut wie gar nichts. Was soll ich tun? Hier rot. Was zum? Weiß. Was passiert denn hier? Zwei Zauber gleicher Art. Ja, auch hier vielleicht zweimal drauf. Ich muss zweimal auf die Nagel klicken. Okay, versuchen wir es mal. Blau. Das war. Ich verstehe echt nicht, was hier los ist. Na toll. Lila, schwarz. Ah. Wirf. Was ist hier los? Zwei Zauber gleicher. Versuche sie. Ja, Silber war es, glaube ich. Was passiert denn hier? Kreuz. Nee, das soll jetzt eigentlich nicht so. Rot mit Rot. So, haben wir immer noch den Goldenen in der Hand oder was? Okay, was ist jetzt los? Nana Zauber. Dann nehmen wir mal den Schwarzen und Schwarzen. Ich weiß nicht, was ist da. Okay. Was? Was soll ich tun? Was? Ich verstehe das ganze Rätsel hier nicht. Was mache ich hier? Was willst du von mir spielen?